I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Xanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Okay, das ist ja schon mal, ich guck mal gerade, ob ich die Peoples hier ansprechen kann. Im diesjährigen Turnier möchte ich Waka nicht zur Last fallen. Möchtest du nicht? Na gut, dann lass es mal bleiben. Ich bin gut im Kopfball. Naja, heute wohl etwas weniger. Naja, offensichtlich. Wenn der Ball kommt, kneife ich meine Augen zu. Das ist ein grober Fehler, mein Freund. Dann triffst du ihn ja gar nicht richtig. Was machst du denn? Ja, du bist klasse. Ich wünschte, ich könnte außen schießen. Kann man alles lernen, Freund. Und du? Wie du siehst, ist unser Team ein wenig unerfahren. Ein wenig unerfahren ist gut. So, ich guck mal gerade die Hürde hier drüben an. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Hier drinnen? Gibt's da was? Hallo? Hallo? Nein, gibt offensichtlich da nichts. Hier sind noch ein paar Böden. Aha, siehst du mal hier. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es doch gewusst. Eine Truhe. Antidot mal 2 erhalten. Ein Antidot. Das ist ein Gegenmittel. Für Leute, die es nicht wissen. Es gibt so gewisse Sachen, genauso wie diese Potion, High Potion. Das sind halt alles so Sachen, die gibt es im Final Fantasy Universum. Dementsprechend werde ich euch das eine oder andere darüber natürlich erzählen können. Weil ich ja nun ein extrem guter Final Fantasy Spieler bin. Ironie off. Nein, nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich habe Final Fantasy, ich müsste jetzt echt lügen. Meine Güte, welche habe ich denn alle gespielt? Also angefangen habe ich damals mit dem Final Fantasy Mystic Quest. Das war ja das allererste, was es da wirklich auch gab. Also es hieß, im Original hieß es Final Fantasy und im anderen hieß es Mystic Quest hier in Deutschland. Ja, damit habe ich angefangen, dann habe ich mal Final Fantasy Tactics gespielt, dann habe ich Final Fantasy 5 oder 6 gespielt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich müsste nachgucken. Dann natürlich 7 habe ich gespielt, 8 habe ich gespielt, 9 habe ich gespielt und jetzt spiele ich doch mal 10. So, und ich speichere mal eben wieder und bis gleich. So, ist das erledigt. Ne, wie gesagt, ich fand die generell Final Fantasy immer... Hey, it's this way!
Ja, geht ja gleich los. Ich finde das hier gerade viel interessanter, mein Freund. Nein, ich fand die Final Fantasy Saga eigentlich immer sehr interessant. Und deswegen habe ich das auch so ausgiebig gespielt und mich auch so ausgiebig in diese Welt begeben. Ich soll ja jetzt nicht schwimmen. Das wirst du gleich erfahren, mein Freund. Wir müssen nämlich paddeln. Das sehe ich nämlich jetzt schon kommen. Pass mal auf. Ich muss bestimmt auch tauchen oder so. Oh, sieht ja echt geil hier aus. Also, ganz ehrlich, ich muss ja sagen, ich bin ja extrem beeindruckt, was die grafische. Oh, Fight. Was die grafische Leistung der PlayStation 2 angeht, da bin ich ja gerade mal echt begeistert. Also das bin ich. Boah. Ich meine, teilweise, ganz ehrlich, sahen die Sachen auf der PS3 auch nicht aus. Also da haben sie wirklich das. Natürlich, der schmeißt mit Bällen. Er ist schon ganz toller Hecht, ey. Auch nicht schlecht. Jo, super. Ja, komm hier auf die Glocke. Bong. Ah, hier, schmeiß. Zack. Geil, ey. Wir beschmeißen die mit Bällen. Das ist cool. 4 AP-Punkte. Ein Wundersphäroid und ein Kraftsphäroid. Hey. Ey, die. Nee, ganz ehrlich, ich bin da gerade echt mächtig begeistert, was das angeht. Das ist ja. Das sieht ja grafisch mal richtig pornös aus. Ey, guck mal da. Fuck. Da will wieder was auf die Klappe haben. Ein Hinterhalt. Ein Halt der Hint. Aua, aua, aua. Hey, jetzt aber gut hier. Ja, genau, daneben. Du aber. Ja, nee. Autsch, au. Ach, daneben. So, hier, Spezial. Anfeuern. Was hast du denn an Tech? Ein Blindhieb. Na, dann machen wir einen Blindhieb. Was kannst du denn da? So, jetzt muss ich mal einen Angriff machen. Ah, ich kann nur entweder den oder den. So, dann schnibbeln wir die zwei weg. Und. Hui! Ja, Waka Waka. Ein Wundersphäroid und ein Ability-Sphäroid. Oder zwei Stück davon sogar. Halt! Na und ich will an diese komische Truhe. Und nochmal ein Antidot. Coole Sache. So, muss ich dann lang? Da muss ich lang. Okay. Nein, ich bin gerade massiv beeindruckt, also. Zwei Sphäropunkte, ein Wundersphäroid. Ich müsste doch gerade mal gucken, was mein Sphärobrett so sagt. Kann ich denn. Da. Ich bewege mich mal. Kann ich da rüber? Was brauche ich denn da? Abwehrkraft steigt um 1. Recht so? Jawohl. Benutzen. Kraftsphäroid. So, Abwehrkraft von Tidus um 1 gestiegen. Sehr schön.
Angriffskraft von Tidus um 1 gestiegen. Okay, achso, und das bedeutet, ich kann dann anschließend hier hoch. Was kann ich denn da? Ability und Schuss wird erlernt. Das ist wahrscheinlich Flucht. Moment, ich muss mal gerade gucken. Kann ich den vielleicht einsetzen? Benutzen? Ach, kann ich nicht. Achso, weil ich da bin. Ja gut, alles klar. Ja, zurück ins Menü. Ja, mach mal. Die Abilities kann ich jetzt aber nicht irgendwie... Doch, die müsste ich koppeln können, wenn ich Glück... Achso, nee, das war ja Angriffskraft, was ich gerade gelernt habe. Das kann dann ja noch, kann dann ja nicht funktionieren. Ich bin jetzt mal gerade, ganz ehrlich, ich bin mal gerade lieber unter Wasser. Das ist gerade viel cooler. Weil ich auch so beeindruckt bin, was die an Luft anhalten können. Waka, waka, waka. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Ja, warum denn nicht? Sure thing. Sehr begeistert. Our team is gonna rock, eh? Oh, until the tournament, ne? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkin had in common. I wasn't too far off either. Ich glaube, ganz so Unrecht hast du auch nicht, mein guter Tidus. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Er hat immer noch Hunger. Dem ist Blitzball gerade so egal. So. After quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Natürlich. Natürlich, aber dann auch sonst bist du also wacker. Ganz ehrlich, ey. Wenn wir spielen, spielen wir, weil wir gewinnen wollen. Ist doch klar. Ich muss alles exploren, Leute. Das geht gar nicht anders. Hier könnte irgendwo eine Truhe rumliegen. Ah, the one from the sea. Yes. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool.
About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Na, wenn du das sagst, dann werden wir das doch tun. Achso, falsche Richtung. Oh, Alter! Ey, diese Steuerung ist teilweise doch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber was soll's. Nehmen wir mal so hin. Crusade Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Alter, ich hab Hunger! Let's see. The Crusader's Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Mmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Ist mir entfallen. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Go ahead, you try. Hey, not bad. Ja, kannst mal sehen, bin Naturtalent. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Tja. Wieder was gelernt. Okay, ich kann mich hier jetzt umgucken. Was bist du denn? Die Monster sind auch tagsüber unterwegs. Geh lieber nicht alleine raus. Okay, dann lassen wir das mal bleiben, würde ich behaupten. Ach, guck mal, da kann ich reingehen. Ja, nice. Sieht aus wie ein Waffenhändler oder sowas. Papa spielt gar nicht mehr mit mir. Seltsame Kleidung. Woher kommst du? Du bist neu hier in Beside, oder? Ja, so ziemlich neu. Man sagt, du seist aus dem Meer gekommen. Lutz hat's mir erzählt. Dann hat er dir da auch was Richtiges erzählt, ja? Weißt du, genau so ist das, Alter. Ich geh. Ja, die Ladezeiten sind aber nicht so schön. Die sind ein bisschen langwierig hier und da, muss ich sagen. Dann gehen wir mal in die Hütte. Oh, ey, Wacker! Ey, mit Wacker will ich jetzt nicht reden. Habe jetzt keine Lust drauf. Wacker mal weg, du. Wacker, Wacker, Wacker. Oh, herrlich. Living la vida vaca. Oh, guck mal hier, volles Haus hier. Ja, aber das mit den Hintergründen, das haben sie, naja, gut. Haben sie auch wieder nicht so wirklich schön hingekriegt. Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist von Sin ausradiert worden. Nicht gut. Little Beside werben. Webereiprodukte sind von guter Qualität. Billig einkaufen und teuer weiterverkaufen, damit könnte ich gutes Geld verdienen. Meinst du? Ach, und mit dir kann ich nie reden, oder was? Unsere Beside-Webereiprodukte finden auch auf dem Festland Anklang. Na, wenn du das hörst. Ja gut, mit dir habe ich schon geredet. Schade, mit dem anderen kann ich, mit dem anderen... Achso, vielleicht doch, warte mal. Oh nee, Alter, du bist doch hier. Nein, du interessierst mich, scheiß. Jetzt reicht's. Ich hau ab hier. Das ist mir ja zu blöd. Bäh, tschüss. Weberei-Produkte. Kannst mich mal mit Weberei. Ich weber die auch gleich ein, ey. Hey, angehen. So, zum Tempel kommen wir später. Da gehen wir gleich erst hin. Erstmal gehen wir hier in die Hütte. Müssen uns ja einmal hier vollständig umschauen.
Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie ein Inn. Was ist das denn? Lernprogramm. Grundsteuerung, Grundbegriffe. Grundbegriffe. Was gibt's denn Grundbegriffe? Kampfmodus, CBT-Fenster. Ja, das ist ja hier das Zeit. Das ist ja das Time Battle. Schadensanzeige, Wechsel, Ekstase, Extras, Elemente, Zustandsveränderung, Infowaffen, Rüstung, vernichtend. Vernichtend sind kritische Eingriffe, ist doch ganz einfach. Ich glaube, das erspare ich euch aber, weil das ist nämlich, also das ist auch wieder immer sehr langwierig, diese Geschichte. Das gab es schon in den anderen Teilen. Ich bin so einer, ich mache Learning by Doing, das machte ich schon immer so. Das ist tatsächlich, das ist ein Inn.